nach vorne. Jamila muss noch kommen, weil ohne Jamila geht hier heute gar nichts. Klassenvideos machen, dann findet das in kirchenartigen Gebäuden statt und nach jedem Winken flippt immer der Saal total aus. War schon sehr gut. Und das ist der Produzent von Fred, das ist Paraflash. Nichtsdestotrotz ist das hier Fred der Baum. Sein Leben in der Pflanzlichbaumschule fand Fred mega langweilig. Er wollte schon immer in die große weite Welt und Rapper werden, so wie seine großen Vorbilder Snoop Dogg, Dr. Dre und so weiter. Jeden Tag hat er davon geträumt. Die Hunde Bros, Haro und Hasso haben ihm geholfen, seine Wurzelfüße auszubuddeln und als er endlich frei war, ging es los. Runter vom Feld und ab auf die Straße. Beim Versuch mit dem Bus zu fahren, hat er ziemlich viele Blätter verloren und sich über die blöden Sprüche der Leute geärgert. Was für Spießer, von wegen Bäume können nicht Bus fahren. Denen würde er es zeigen. An der Autobahn hat er dann seinen schönen Ast rausgehalten. Ihm taten die Wurzeln und Schüsseln echt weh und darum wollte er nicht mehr laufen. Außerdem hatte er vom jahrelangen dumm rumstehen keine Kondition und die Pfützen, die er sich kurz gestellt hat, um zu trinken, waren auch nicht groß genug. Aber egal, er war cool und jung und er würde ein erfolgreicher Rapper werden. Das war klar. Und so weiter. Jetzt kommen wir mal zu Paraflash. Du bist der Produzent von Fred. Ja, genau. Und ihr habt euch kennengelernt, wie? Ich war mit meinem Hund King Gassi. Ja, wir waren Gassi und da hat er Fred aus Versehen angepinkelt. Und er meinte, ey, was soll das, etc. pp. Und dann hat Fred angefangen zu rappen. Und ich fand es so geil. Und habe ich gesagt, Digga, weißt du was, dich nehme ich auf. Also man hat echt, man merkt schon, dass seine Wurzeln beim Hip-Hop sind, definitiv so. Und er sagt selber, er ist der beste Rapper Deutschlands und daran glaube ich. Ja, wie das bei jeder Pressekonferenz so ist, sind jetzt Fragen zugelassen, die wir dann versuchen zu beantworten. Hat jemand eine Frage? Wer steckt da drunter? Ja, Holz. Ja, Holz, das rappt. So, da war noch eine Frage.
Ist er mehr Storyteller oder mehr so der typische Gangster? Ich glaube, er ist Gangster, oder? Ja, also. Aber jeder Gangster hat auch eine Geschichte zu erzählen, oder? Da war eine Frage. Was hält er vom Glyphosat? Ja, Glyphosat ist, glaube ich, so ein Zeug, was weiß ich nicht. Ja, er mischt das mit Wodka. Und Glyph-Wodka. Glyph-Wodka. Glyh-Wein kennt man ja, da ist ja Glyphosat mit Wein drin. Genau. Und Glyph-Wodka ist Glyphosat mit Wodka. Ne? Ja, richtig, genau. Gibt auch Glyph-Würmchen, das ist sowas wie Mezcal. Hat jemand noch eine Frage zu anderen Hobbys, die man haben kann, außer Satanismus? Ja. Das weiß er, wie stand man nebeneinander in der Toilette. Also ich weiß, wo er tätowiert ist, aber will ich jetzt nicht. Ist das eine sehr gute Frage, weil Bäume haben ja oft diese eingeritzten Herzchen und so. Ist das sowas oder ist das so Satan? Ja, es ging in die Richtung, sorry Fred, dass ich jetzt erzähle. Ja, er hat so ein Herzchen auf seinem Stock. Ja. Okay, dann ist jetzt die Spannung nochmal gestiegen. Atemlose Stille. Und dann freue ich mich jetzt auch auf das Video. Ich hoffe, ihr auch. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Thank you.
19.